Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ein neues Energieversorgungssystem aus der neunten Dimension. Der neuntdimensionale Arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 22. April 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der Arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind auf der Suche nach den perfekten Gelegenheiten, um die Energien zu senden, die angefordert wurden und die wir senden wollen, aber wir wissen auch, dass nicht jeder auf der Erde genau zur gleichen Zeit bereit ist für die Energien, die wir euch senden wollen. Und so haben wir ein System entwickelt, das eine Partnerschaft mit Mutter Erde und Mutter Natur darstellt, um Energien zu liefern, die ihr alle angefordert habt. Die Übertragungssysteme, die wir für diese Energien eingesetzt haben, sind Blumen, Bäume, Pflanzen, Grashalme, Gewässer und sogar Felsen. Wenn ihr in der Natur seid und einen dieser energiegeladenen Aspekte der Natur zu schätzen wisst, dann werdet ihr die Energien empfangen, die ihr braucht und wünscht. Wenn ihr mit dem Rücken an einem Baum oder einem großen Felsen sitzt, oder wenn ihr in ein Gewässer eingetaucht seid, dann können und werden die Energien zu euch kommen. Nun versuchen wir nicht nur, euch alle in die Natur zu locken, weil wir wissen, dass es gut für euch ist. Wir wissen auch, dass ihr bereit sein müsst, ihr müsst offen sein, ihr müsst entspannt sein und ihr müsst eine ausreichend hohe Schwingung anbieten, um die Energien zu empfangen, die wir anbieten. Und wir wissen, dass Mutter Natur diese Wirkung auf euch hat. Selbst diejenigen, die es nicht wissen, selbst diejenigen, die ihren Kopf unten haben oder noch an einem ihrer Geräte hängen, können nicht anders, als von der Energie von Mutter Natur emporgehoben zu werden. Sie umgibt euch mit Liebe, mit Freude, mit einer Begeisterung, sich mit einem menschlichen Wesen zu verbinden, und deshalb profitiert jeder davon, wenn er auch nur einen Baum berührt, der inmitten eines Bürgersteigs in einer Großstadt eingepflanzt wurde. Selbst das ist hilfreich. Selbst das bringt euch die Energien, die ihr euch wünscht. Wenn ihr also nicht in einen Wald, an einen Strand, auf eine Wiese oder an einen Teich gehen könnt, sucht euch einfach ein Stück Gras und stellt euch barfuß darauf, oder setzt euch direkt auf dieses Stück Gras. Gebt euch selbst die Möglichkeit, das zu empfangen, worum ihr gebeten habt und was wir geliefert haben. Die Energien, die wir euch liefern, sind nur ein kleiner Teil dessen, was die Natur euch liefern kann, denn wir sind nicht die Einzigen, die diese neue Taktik anwenden. Wir haben dies mit all unseren Kollegen hier in der neunten Dimension und auch in den höherdimensionalen Ebenen besprochen, und wir sind uns alle einig über die Effektivität dieses Liefersystems und seine Wirksamkeit, auch für diejenigen, die die Natur nicht schätzen. Selbst diejenigen, die die Natur aus welchen Gründen auch immer nicht ausstehen können, profitieren immer noch von der kleinsten Interaktion mit der Schönheit, die ihr überall um euch herum und direkt unter euren Füßen habt. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.